Mich hört man jetzt auch. Gude. Faktisch. Oh Mann, also oh, ich glaube, ohne Technikprobleme wäre es kein Stream. Man muss man einfach mal sagen. Richtig. Wir haben es letzte Woche probiert, da hat es fantastisch funktioniert. Heute hat es ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben, aber es gehört dazu. Das ist das Problem, wenn man mehr als ein Mikrofon, mehr als einen Bildschirm und mehr als einen Computer hat und dann die perfekte Permutation. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns doch nochmal kurz vorstellen, auch wenn jetzt die ersten vielleicht eintropfen, aber wir machen das ja aus purer Spaß und der Freude. Ich glaube, bei dir, Matthias, ist das ja sogar Arbeitszeit, würde ich mal vermuten. Ja, also vielleicht kann ich das gleich auflösen, Sehr weil gerne. natürlich einige sich denken können, oh, was macht der hochbezahlte Dr. Magdowski hier um 11 Uhr mittags, vormittags, hier so ein Quatsch und streamt hier. Ich habe heute Urlaub, ich habe schon die ganze Woche Urlaub, also ich hatte gestern schon Urlaub und ich mache das tatsächlich in meinem Urlaub, aber ich würde das auch eigentlich total voll als Arbeitszeit abrechnen, ja. Erstens das, und das kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Wir haben ja hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Es sind immer diese Verrückten, die sich auf so Extra-Konferenzen bewegen, die eigentlich was ganz anderes machen. Aber wo fangen wir denn an? Mein Name ist Henrik Steinbeck. Ich bin Masterstudent im hoffentlich bald letzten Semester an der Uni Potsdam. Komplett auch privat hier unterwegs. Hab mich in das Thema digitale Lehre und Lernen wissenschaftlich als auch praktisch verliebt, könnte man sagen. Einfach ein hochspannendes Feld schon vor Corona und habe in der Twitter-Bubble, Twitter-Lehrerzimmer, Twitter-Campus, Academic, was auch immer, verschiedene Leute gefunden und einer, mit dem ich sehr rege im Austausch bin, ist tatsächlich Dr. Matthias Magdowski von der Uni Magdeburg, richtig? Ganz genau. Und vom Lehrstuhl für Elektrotechnik. Für elektromagnetische Verträglichkeit. Deswegen habe ich EMV, ja ja. vorhin auch kurz EMV, deswegen habe ich ja vorhin auch bei dem Mikrofonrauschen und Störgeräusch Ja. sofort gesagt, oh, das ist bestimmt ein EMV-Problem. Ja, Genau. also ich bin eigentlich Ingenieur und alles, was ich irgendwie mit Hochschuldidaktik so mache, das ist alles sozusagen Learning by Doing entstanden. Ich habe von 2003 bis 2008 studiert, ist also schon eine Weile her. Und bin jetzt seitdem, also habe auch in Magdeburg studiert, bin irgendwie an der Uni da kleben geblieben, und bin aber vielfältig interessiert und engagiert in der Lehre. Habe auch mal einen Lehrpreis gewonnen hier an der Uni und mache einen Cool. Mathe-Vorkurs zum Beispiel, da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Und das so im Prinzip das größte Fach, was wir so haben, ist eine Grundlagenvorlesung, Grundlagen der Elektrotechnik mit so ungefähr 100, 150 Studierenden. Ja. Okay, also von 2000, was? 2008 warst du dann fertig? Hm. Ja, ich habe 2011 erst angefangen, also das heißt erst, also nach dem Abi irgendwie mal 2 Jahre ins Land gehen lassen, ja, kennt man ja. Und wobei ich war im Ausland unterwegs, haha. Aber insofern, ja, irgendwie auch so ein Generationsding vielleicht. Aber ich glaube, was man so auf Twitter vor allem liest und schreibt, das klingt schon sehr spannend. Wir haben uns tatsächlich auch ein paar, sag jetzt mal, Bilder oder Grafiken rausgesucht, die irgendwie sehr bezeichnend sind, weil irgendwie wollen wir, da oben habe ich dann geschrieben, Fails, aber auch Erfolge. Ich glaube, Fails gibt es eine ganze Menge, wenn man Oh mal ja, oh ganz ja. ehrlich ist. Aber ich glaube, dass, wenn man das in den Kontext setzt, auch der ein oder andere Erfolg dabei ist. Und es geht jetzt auch nicht darum, vielleicht auch Leute, die sich jetzt, was machen die da überhaupt? Es geht jetzt nicht darum, über einzelne Lehrpersonen irgendwie abzuhaten oder über einzelne Unis oder Lehrstühle. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, weil es halt irgendwie, es war ja so eine kollektive, hier macht mal, ganz Deutschland, ganz Lehrer und Dozenten Deutschland musste ja quasi irgendwie im Februar gucken, wo sie bleiben. Aber ich glaube, dass man Ja, tatsächlich. also im Februar würde ich sagen, da lief es noch ganz gut. Also da haben Ja, alle gedacht, oh ja, so das schlimm wird wird das schon nicht. schon. Aber dass man halt tatsächlich sagt, okay, wie war das jetzt die letzten Monate? Weil der Wind, also ich habe ja auch in meinen Videos letztens gesagt, Winter is coming. Und da kann man jetzt irgendwie so tun, als, also man kann sozusagen wieder tun, als wäre man wieder im Februar und das wird schon. Aber meine Aussage ist halt, wir werden wieder online lehren und lernen. Und dass man eben sozusagen nicht nur schön die Fails nochmal irgendwie in der Best-of bespricht, sondern auch sagt, okay, und was könnte eben danach kommen? Und man munkelt, es gibt auch nächstes Jahr wieder Semester. Irgendwie kann es ja auch weitergehen. Und im Laufe des Streams werden wir auch Matthias Zweitkamera austesten. Ich habe dabei jetzt noch ein Highlight. Mit dem Ja, das. Meerschweinchen. Was war denn für dich der größte Fail? Was würdest du denn sagen? Vielleicht so aus lehrender Sicht. Was war denn so richtig nicht Also so gut? in diesem Semester war, würde ich sagen, der größte Fail, dass ich oder wir am Ende dieser Grundlagenlehrveranstaltung, das machen wir eigentlich schon seit ein paar Jahren, immer so eine Art Barcamp
organisieren, in der sich in der letzten Vorlesungswoche so die Idee ist, jeder von den Studierenden wird ja wohl irgendwie ein Thema so weit verstanden haben, dass man da mal ein Beispiel, eine Aufgabe, irgendwie was den anderen erklären kann. Naja, und dann man das im Prinzip wie so ein Barcamp organisiert. Also Leute bieten was an, sagen, ich könnte zu dem Thema was erklären, und dann gehen da halt andere hin und Okay. gucken sich das an, können Fragen stellen, und das ist halt natürlich viel interaktiver und viel passender und viel passgenauer, als wenn wir jetzt einfach frontal nochmal irgendwie die drei typischsten Aufgaben irgendwie vorrechnen würden. Aber das heißt, die Studierenden machen das für sich, also von Studierenden für Studierende, und ihr moderiert das so. Genau, So genau. Markt der Möglichkeiten kennen da, glaube ich, viele. Okay. Ja, also ich, genau, ich würde das jetzt eher als so ein Barcamp bezeichnen, aber genau, Markt der Möglichkeiten, oder so ein Peer-Teaching. So, und das haben wir halt immer gemacht in Präsenz. Irgendwie, ja, so richtig gute Räume an der Uni hat man dafür auch nicht, weil man Ja, so bräuchte richtig ja gute eigentlich Räume ganz an der viele, Uni ganz hat man. kleine Räume und nicht irgendwie so Ja. einen riesengroßen Hörsaal. Und dann haben wir uns halt irgendwie sonst so eine Ecke unten und eine Ecke oben und auf dem Flur und irgendwie so ein paar Pinnwände hingestellt, wo man. Ja, und es ging natürlich in diesem Jahr nicht, und dann mussten wir es online machen, oder wir wollten es auch online machen. Klingt wie so eine Und Messe. ja, und wir haben es dann halt über Zoom probiert, und dann ist halt das Problem, das schreit halt nach Breakout-Räumen, aber Zoom, ich weiß nicht, wer sich das bei Zoom ausgedacht hat. Die Leute, die Studis, die Teilnehmerinnen an Webkonferenzen können sich ja nicht selber in Breakout-Räume reinwählen, weil Das das wäre stimmt. ja irgendwie, das wär ja irgendwie zu viel des Guten und zu partizipativ. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ja, wie soll man halt 100 Studis jetzt irgendwie von Hand in irgendwelche Breakout-Räume reinsortieren? Vor Also. allem muss man die Räume, glaube ich, soweit ich weiß, vorher anlegen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt einen Raum, sondern du musst vorher sagen, ich will gleich für die Räume. Ja, die Breakout-Räume, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat bei uns auch gar nicht. Also wir haben da immer nur uns einen abgegammelt und nee, hat gar Naja, nicht also auf so. jeden Fall mit den Breakout-Räumen hat es halt nicht funktioniert. Das hat man halt vorher getestet. Also mittlerweile so ein Workaround, den wir herausgefunden haben, ist, man kann halt alle zu Co-Hosts machen. Dann können die sich halt selber in die Breakout-Räume reinwählen. Aber sie können sich auch gegenseitig muten und so faxen, Ja, oder? genau, so Ja. richtig der Knaller ist das nicht so. Und in Big Blue Button geht das wohl. Und dann ist halt so ein anderer Workaround. Die Studis nennen sich alle im Prinzip ihren Namen in Zoom so um, dass die halt heißen Raum 1 Matthias, Raum 2 Henrik. Und dann kann man sie natürlich relativ schnell irgendwie in die Räume rein. Ja. Ist aber halt auch Stückwerk. Also für 100 Leute, selbst wenn ich da irgendwie nur 2 Sekunden pro Person klicke, bin ich da ja auch irgendwie etliche Zeit beschäftigt. Krass. Naja, und dann haben wir halt so, und dann hab ich halt so einen Abend vorher mit meiner Frau so ausprobiert, ob sie in den Breakout-Raum reinkommt, den ich aufgemacht habe. Ging nicht so. Und dann habe ich mir halt überlegt, was kannst du machen, was kannst du machen? Und habe halt, naja, habe ich gedacht, dann lege ich halt einfach parallele Zoom-Sessions an. Und das Zoom hat gesagt, oh, kein Problem, hier liegt halt parallel Sessions an, alles super und so. So, und dann habe ich die halt schon alle schön in so einen Google Docs Sessionplan eingetragen und verlinkt Oh und Gott. habe das dann moderiert. So, und dann ist aber das, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich halt einfach in jeden Raum einmal kurz rein, mache den Studi, der da aktiv ist, zum Host und gehe wieder raus und mache das in den nächsten Raum. Und das Ding ist aber, sobald man halt den einen Raum gestartet hat, rausgeht, in den anderen Raum reingehen will, sagt halt Zoom, das geht nicht, weil du hast gerade ein anderes Meeting laufen, du kannst jetzt das beenden. Oder, also man kann mehrere Ja. Meetings parallel anlegen, aber halt nicht durchführen. So, und das war dann natürlich an diesem Tag und wie das losgehen sollte, das totale Chaos. Ja, weil ich dann halt die Studis alle im Prinzip live bitten musste, jetzt macht ihr mal schnell ein Meeting auf, schickt mir halt per E-Mail irgendwie die Zugangsdaten, dann tue ich die wieder in das Online-Session-Plan-Dokument rein mit der Übersicht, was findet wo, wie, wann, in welchem Raum statt. Naja, und das hat halt leider einfach dann in den sozusagen 90 Minuten, die wir insgesamt als Lehrveranstaltung hatten, so viel Zeit gekostet, dass da dann am Ende produktiv leider nicht mehr so viel passiert ist. Krass, okay. Ja, da muss man auch echt einfach auch sagen, da ist, also mal, also ich bin ja definitiv kein Zoom-Fanboy. Ich glaube, Adobe Connect oder wie das komische Programm heißt, finde ich irgendwie noch schlimmer. Aber wenn man mal überlegt, okay, wofür sind denn diese Programme gedacht? Eigentlich ist es ja schon dafür gedacht, einer spricht, ganz viele hören zu, ganz klassisches Broadcaster-Prinzip. Und die Interaktionsmöglichkeiten, die gehen ja, ich will jetzt nicht sagen gegen null, aber die sind ja schon sehr limitiert. So ein bisschen Chat. Und dieser Breakout, und dieses Händische mit 100 Leuten, ich meine, es gibt ja auch Veranstaltungen, da sitzen 800 Leute, also irgendwie BWL 1 oder irgendwie Rechnungslegung 1, direkt erstes Semester, kommt ja im Winter. Also es ist ja, der Sommer war ja sozusagen, ich will es auch jetzt nicht
kleinreden, aber der Sommer war ja irgendwie sehr oft das ruhigere Semester, gerade was Anfänger angeht. Ja, definitiv. Und jetzt kommt also, irgendwie im Winter, also ich komme ja aus Frankfurt und da fangen halt einfach im Winter auch gerne mal 2000 nur Wirtschaftswissenschaft. Und dann kommen dann noch Juristen und was noch alles dazu und dieser ganze Beifang. Und dann musst du halt, du kannst ja nicht 500 Leute in einer Breakout-Session, also ja, das nein, ist also absurd. So viel sind bei uns ja nicht. Also was halt, also im Prinzip jetzt so mit ein bisschen Gewöhnung war Zoom eigentlich schon ganz cool. Was bei uns halt die Killer-Applikation war, war da das gemeinsame Whiteboard. Mhm. Weil das ist eben was, warum bei uns in E-Technik eben auch so, sagen wir mal, Chat irgendwie schwierig ist oder halt so ein Moodle-Forum oder sowas. Man kann eben elektrotechnische Probleme schwer rein durch Text ausdrücken, weil wir halt immer Formeln haben, wir haben irgendwie Schaltbilder, wir haben Diagramme. Das stimmt, und das ist einfach total aufwendig, sowas dann in einem Moodle-Forum irgendwie unterzubringen und das ging halt in dem Zoom-Whiteboard eben super gut. Aber am Ende hatten wir eigentlich halt ein Whiteboard mit einer Audiokonferenz dazu. Also wir hätten uns eigentlich auch per Telefon zusammen telefonieren können über Globify und hätten halt gemeinsam auf hier on the same page oder halt auf so einem kollaborativen Online-Whiteboard rumgemalt. Das hätte halt den gleichen Zweck erfüllt. Aber das lief halt echt super gut. Und auf wie malst du da? Hast du ein Wacom-Board oder? Ja, also ich male halt einfach, ich habe ja ein Surface hier, dann kann ich halt direkt auf dem Bildschirm malen. Ich male mit einem Wacom-Board an einem festen PC und ich meine jetzt mal so irgendwie kleine Sachen kann man auch mal eben mit der Maus malen. Also wenn es nur darum geht, da ist jetzt ein Schaltbild vorgegeben und man will mal Sachen markieren, irgendwie diese Widerstände sind parallel, die sind in Reihe, da fällt irgendwie eine Spannung ab. Ja. Das kriegt man dann mal eben auch, also das sollen jetzt keine hochkreativen Skizzen werden, sondern... Weil das ist mir aufgefallen, dass tatsächlich irgendwie alle auf einmal losrennen mussten, einzeln für sich, Lehrende, Dozierende, Dozenten, Professorinnen, alle, auch Tutoren übrigens, und halt irgendwie so macht mal und dann musste jeder für sich überlegen und ich würde mal behaupten, dass der Brot- und Butterfall war, ich habe hier 800 Folien, wie bekomme ich die irgendwie an die Leute? Nummer eins, ich lade die halt einfach hoch, das wurde halt vorher schon gemacht. Also sind wir mal ehrlich, ich bin ja echt eine sehr, sehr direkt gesprochen bei sowas. Da war ja vorher schon Moodle und alle LMS. Das war ja so ein PDF-Dump. Also es war ja irgendwie eine schlechte Dropbox, wenn man macht. Also der Christoph Damm bei uns, auch ein sehr engagierter Dozent, den wir jetzt leider an die Hochschule verloren haben. Nein, will ich nicht sagen. Er hat sozusagen die Uni gewechselt. Und der hat halt den schönen Begriff, ich weiß nicht, ob er den erfunden hat oder zumindest hat er ihn für mich sehr populär gemacht, die PDF-Wäscheleine. Ja. Und das ist halt wirklich so eine Liste. Und das ist halt, und Nummer zwei war dann, ja, machen wir halt Zoom. Und dann gab es halt so links und rechts so Engagierte wie du oder auch der Stamm und noch viele, viele weitere. Aber es würde ich halt schon, es war so irgendwie so diese Speerspitze, die man auch auf dem Twitter-Campus immer mal wieder sieht. Und die haben dann irgendwie so richtig abgefahrene Sachen gemacht oder hier auch Prof. Heil aus Heilbronn. Aber da kommen wir also später vielleicht auch noch zu. Es ist irgendwie so in diesem Digital Divide, würde ich sagen, ist so dieses neue Kapitel aufgegangen. Die sehr gut vorbereiteten, die wahrscheinlich auch die letzten Jahre, Monate, also wenn ich mir angucke, wie lange du schon das Mathe-Probedeutung machst, einfach auch da schon einen Vorsprung hatten und dann gesagt haben, ja gut, dann machen wir nicht 800 Folien, sondern ich mache 80 Videos. Oder auch Professor Lasch aus Dresden. Und ich glaube, da haben halt viele irgendwie geguckt, so, warte mal, aber ich habe nur die Folien und was labert der da von Wacom-Board? Und ich glaube, da sind viele einfach verloren gegangen. Und die waren dann auch einfach, und das kann ich gut verstehen, die Leute waren dann auch einfach froh, dass dann die Uni nach 2,5 Monaten gesagt hat, ja, wir machen Zoom. Zoom it is. Und ich weiß nicht, ob das so eine Möglichkeit für den Winter ist. Natürlich, das geht irgendwie, aber schön ist was anderes. Ja, definitiv. Also, was jetzt bei uns, glaube ich, von den Studierenden so eine allgemeine Rückmeldung war, und wir haben ja auch, ich habe versucht, zum Anfang des Semesters, als das alles noch irgendwie so sehr offen war und als der Semesterstart erstmal verschoben war und alle auch so ein bisschen Zeit gewonnen haben und alle so wirklich hart im Lockdown waren, versucht ein bisschen über die Fachschaftsräte, über die Social-Media-Kanäle der Uni einfach die Studis anzutriggern und zu sagen, wie stellt ihr euch das denn vor? Gebt ihr mal ein bisschen Input? Wie würde denn jetzt von eurer Seite aus irgendwie ein reines Online-Semester möglichst gut aussehen? Und da kam halt natürlich häufig der Wunsch, dass es primär eben es nett wäre, wenn man asynchrone Formate hätte, weil man halt einfach zeitlich und räumlich flexibler Absolut. Halt sich das anschauen kann.
Und das haben ja auch, haben wir und haben ja auch andere viele auch versucht umzusetzen. Und dann ist aber, glaube ich, das Problem mit den reinen asynchronen Formaten, irgendwann fehlt halt die Motivation, ne? Oder irgendwann fehlt so immer der wöchentliche Trigger, ach Mensch, da war doch mal was, guck da halt mal rein. Und ich glaube, dafür sind dann so Zoom-Sessions eigentlich ganz cool, die halt auch so eine Regelmäßigkeit wieder reinbringen. Und da muss dann aber vielleicht gar nicht so viel Fachliches passieren, also was so hartfachlich ist, sondern da ist eher so, man ordnet das in den großen Rahmen ein und man motiviert ein bisschen, man holt die Leute alle zusammen und geht vielleicht nochmal irgendwie so Beispiele durch oder wir haben dann halt so Quizze gemacht. Vor allem nicht 90 Minuten. Also dieses, ich muss mich 90 Minuten ja nicht in Zoom oder in BigBlueButton oder Jitsi, das ist ja... Nee, genau, wir haben das dann auch kürzer gefasst. Ja, und das funktioniert auch ganz gut. Und ich meine zum Beispiel dann über dieses gemeinsame Zeichen in diesem Zoom-Whiteboard sind dann halt auch, also da hat man gemerkt, okay, jetzt beschäftigen sich die Leute wirklich mit den Inhalten und mit den Sachen. Und da sind dann auch Fragen über den Chat zum Beispiel gekommen, wo ich sagen würde, ey super, die wären halt in einer normalen Präsenzvorlesung nie gekommen, solche Fragen, weil da überhaupt gar nicht so diese intensive Beschäftigung stattgefunden hätte. Und das ist ja auch auf die, so dieses Standard, der Standardeinwand, ja, aber in Präsenz ist das so oder in der Präsenz geht das so. Und ich habe für eine Hausarbeit verschiedene Lehrende gerade in Schulen befragt oder wir haben die interviewt, wie ihr so ihre persönliche Meinung ist. Und da hat man auch oft gemerkt, um zu beschreiben, was sie brauchen oder wie die aktuelle Situation ist, wird immer auf den Vorzustand verwiesen. Also immer, irgendwie, um zu erklären, wie moderne Lernräume und Lern-Lehrszenarien aussehen, wird immer beschrieben, wie es vorher war, weil das irgendwie doch so der Anknüpfungspunkt ist, um dann zu sagen, okay, wir haben es die ganze Zeit so gemacht und jetzt ist es irgendwie schwierig. Also ich glaube, die Denkstrukturen sind, oder auch rein logistisch, wirklich, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt eine Vorlesung ausrollen, wie mache ich das, dann ist immer, und das ist ja auch dieses alte Metapher vom Elektrifizieren oder vom Digitalisieren. Und du hast es gerade gesagt, das tut halt echt weh zu sagen, da liegen 20 Jahre Akten, Vorlesungen, Mathepropedeutikum, die müssen jetzt grob anders gemacht werden. Und ich glaube, das tut auch weh, dass man halt sagt, okay, wir rollen das jetzt neu auf und innerhalb von 2 Wochen halt schon mal gar nicht. Genau, also ich hab zum Anfang des... oder ja, des Lockdowns oder als dann es klar war, dass es jetzt irgendwie ein Online-Semester wird, ja, so ein kleines YouTube-Video gemacht und habe halt gesagt, also so die Hauptaussage war, man muss halt ein bisschen out of the box denken. Ne? Mhm. Also genau so, wie man halt die Vorlesung jetzt irgendwie 10 Jahre oder 20 Jahre lang gemacht hat, so wird man die jetzt halt nicht digitalisieren können oder dann kann man kann es halt so machen, aber dann ist es halt nicht schön. Sondern man muss sich halt ein bisschen was anderes überlegen. Ja. Ich glaube viel bei, also ne, es gab ja jetzt auch zwischendurch so diesen riesen Aufruf, wir müssen jetzt irgendwie zurück zur Präsenzlehre und das, also es hat ja auch nie jemand behauptet, dass wir da nicht wieder hin zurückkommen oder dass wir jetzt irgendwie alles online machen. Und ich glaube, also vielen Leuten geht es einfach um um Kontrolle. Also wenn Leute da in einem Raum sitzen, dann habe ich die halt nochmal anders im Blick oder eben unter Kontrolle, als wenn die halt jetzt nur per Zoom zugeschaltet sind oder ich denen halt sage, hier gibt es eine Reihe Videos und Quizze und irgendwie Selbstlernmaterialien, guckt euch das mal an. Und ob die das dann machen oder nicht, das liegt dann eben halt zum Teil auch daran, wie gut diese Materialien sind oder ob da nicht vielleicht irgendwie noch was anderes Nettes hinterm Horizont wartet. Ja, da kommen ja wirklich 2 interessante Sachen zusammen. Auf der einen Seite dieses Menschenbild, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mal sagen, was man irgendwie über Erwachsene und, also ich bin jetzt zum Beispiel auch schon auf Dark of the 30 zu, ist jetzt irgendwie mein 14. oder mein 12. Fachsemester. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gesehen und natürlich gibt es Leute, die jetzt mit frisch 20 gerade erst an die Uni kommen und ich verstehe, dass die Führung vielleicht eher da sein sollte oder dass man die eher anleiten muss, das ist vielleicht ein positiveres Wort, aber Kontrolle ist, das habe ich auch festgestellt, das ist halt irgendwie Hochschulpolitik auch, aber dieses Menschenbild, was damit einhergeht, das finde ich halt extrem schade, weil eigentlich geht es ja darum, ja, hier noch ein Scholae sed vitae und so, dass man ja auch für die zukünftigen Arbeitseinsätze, vielleicht für weitere wissenschaftlichen Karrieren, was weiß ich, wenn man mal selber Verantwortung übernimmt, egal ob das privat oder beruflich ist, irgendwann gibt es keine Kontrolle mehr. Und wenn man nun mit Kontrolle angezüchtet und hochgezogen wird, dann fällt man irgendwann automatisch, weil sie eben wegfällt. Und dann ist es eben auch so, dass es ja überhaupt kein, das ist ja weder ein didaktisches Argument, diese Kontrolle, noch irgendwie ein inhaltlich Lehrargument.
Und da finde ich, das fand ich extrem ernüchternd, wie schnell man über Hochschulpolitik verdeckt gesprochen hat und wie schnell man auch in Rundbriefen und was nicht alles diese Rückkehr bewogen hat, wo gesagt hat, Leute, ey, wir machen das ja nicht aus Spaß. Also da ist irgendwie eine Pandemie draußen, so Breaking News. Und dass man irgendwie zurück will an diesen sozialen Ort, Universität, der aber kein physischer Ort sein muss, ja, definitiv. Aber ich, also mein komischster Moment war, wir waren dann auch irgendwie in Zoom und ich hatte fünf Vorlesungen, fünf Module, vier Zooms pro Tag, pro Woche. Also Montag bis Donnerstag war eigentlich standardmäßig Zoom eingetragen. Und wie lange dann pro Tag? Ja, schon so, die 90 Minuten wurden durchgezogen. Also das längste war auch tatsächlich mal, ich glaube, 120, weil dann irgendwie noch so Vorträge, wie halt auch in Präsenz übrigens, sich Vorträge noch länger gezogen haben. Dann musste da irgendwie so sitzen und ehrlicherweise auch irgendwie Aufmerksamkeit heucheln. Und eine Videoreihe gab es tatsächlich. Da war der Produktionswert jetzt auch nicht so übermäßig groß, aber es war absolut elementar für mich, dass ich diese eine Position wenigstens hatte, um Zeit zu sparen oder es nach meinem eigenen Bedürfnis auszurichten. Und ich hatte eigentlich immer die Kamera an, so wie jetzt auch, und war okay. Es war mal bei den Leuten dabei, die es einfach mal gemacht haben. Und dann bin ich mal zur Uni, um meine Karte zu aktualisieren. Und dann hat mich tatsächlich jemand von hinten gesagt, ah, Hendrik, was machst du hier? Und ich kannte den Dude überhaupt nicht, weil das halt die Spezialisten jemand war, der immer seine Kamera aus hatte. Genau, und dann dachte ich mir so, was soll das denn eigentlich? Weil das, also es wird so, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es doch hybrid oder wie auch immer, dann wird es vermehrt so ganz abstruse Situationen geben. Und ich glaube, da müssen sowohl Lehrende als auch, ja, ich sag jetzt mal, für die Studierende, Studenten, Studentinnen, das müssen wir halt auch lernen. Und das passiert nicht in einem Semester. Aber, und das hattest du ja auch mit dem Partizipativen in Zoom vorhin angesprochen, dass noch nicht mal Breakout-Sessions anlegen geht. Das muss halt auch irgendwie so ein bisschen mehr zu so einem Teamsport werden. Also es ist nicht nur diese Kontrolle über den Lernvorgang, aber auch Kontrolle über Materialien. Warum benutze ich denn nicht diese Horde, du hattest vorhin von 100 Studierenden gesprochen, warum gebe ich nicht irgendwie mal der Hälfte als Prüfungsnebenleistungsauftrag, würde mich interessieren, was du davon denkst, den Auftrag, gescheite Materialien auf YouTube, auf sonst wie, auf Vimeo zu suchen und die zu kuratieren. Ja, das ist halt eine super Idee. Also das hat bei uns auch funktioniert, wobei halt, man gucken muss, wie da so die Rückmeldung ist. Mhm. Und das natürlich auch jetzt das ist auch wieder so eine Sache, was sind Incentives für Studierende, das zu machen? Also wenn man halt sagt, hier ist irgendwie ein Skript und hier ist ein Buch und hier sind Aufgaben und ihr könnt mal auch noch irgendwie Videos suchen, und die empfehlen, naja, und dann macht das halt auch wieder auch nicht so viele. Und jetzt dafür irgendwie Zusatzpunkte für eine Prüfung zu geben, ist halt auch nicht so doll. Aber ja, also wenn man das so ein bisschen fördert und sagt, wenn ihr ein gutes Video findet, dann empfehlt das doch mal. Also weiß ich, so keine Ahnung, 5 bis 10 Videoempfehlungen über das letzte Semester haben wir, glaube ich, auch bekommen. Ja. Aber das muss man halt kultivieren. Also kein Student kommt auf die Idee, das abzuschicken, wenn es nicht irgendwie einigermaßen erwünscht ist. Ja, und wenn es nicht auch irgendwie wertgeschätzt wird. Und ja, das ist dann wieder so ein Problem. Wir haben halt Moodle als Lernmanagementsystem. Und ich weiß nicht, kennst du das auch? Ja, wir haben auch Moodle. Ihr habt auch Moodle, so. Und was mich zum Beispiel an Moodle total stört, ist, man schreibt irgendwas ins Forum selbst oder Studenten schreibt was ins Forum. Und dann gibt es halt nicht wie in einem sozialen Medium irgendwie so ein Like-Button oder ein Herzchen oder ein Daumen oder sowas. Ja. Es gibt halt einfach gar nichts. Also es gibt keine total niederschwellige Möglichkeit, da irgendeine Art von Wertschätzung zu zeigen. Und natürlich antwortet niemand darauf und sagt, oh ja, super, der Link hat mir total geholfen, weil wenn das jetzt irgendwie 100 Leute machen würden, dann wäre das Forum nur voll mit so sozialem Geschnatter. Ja, das stimmt. Und das ist halt eben solche Sache. In einem sozialen Medium, Twitter, keine Ahnung, Instagram, da gibt es sowas halt und im Moodle-Forum halt nicht. Und dann ist halt die Motivation, jetzt da irgendwie was in so einem Moodle-Forum zu posten, auch nicht so toll, weil man einfach keine Rückmeldung dafür bekommt. Ich habe selber auch kein Gefühl, hat das jemand gelesen oder nicht? Fand ihr das gut? Fand ihr das schlecht? No one knows. Es ist wirklich so eine Sternkommunikation. Irgendwie so ein bisschen, einer legt was ab, wie in so einer Schatulle, dann muss er irgendwie wieder gehen, der andere kommt rein, guckt nach, also es ist irgendwie so eine Art Briefwechsel, wenn man so will.
Ich habe kein Forum fliegen sehen, also aus eigenen Stücken. Ich kenne von Kommilitonen, dass es, und das ist tatsächlich wahr, dass Leute gesagt haben, wir wollen, oder Dozenten haben gesagt, wir wollen, dass ihr pro Woche 2 Foreneinträge schreibt. Das klingt sehr wenig, aber man muss ja auch irgendwie was recherchieren. Das ist jetzt irgendwie nicht nur eigene Meinung, sondern irgendwie mal ein CNN-Artikel kuratiert oder was zur Vorlesung gesagt und auch aufeinander aufbauend. Und das haben gerade in den Sozialwissenschaften mehrere Module gemacht. Und ich hatte Kumpels, die mussten irgendwie um die 12 Forenbeiträge die Woche schreiben. Und da versuchst du nach in irgendwie Woche 8, versuchst du einfach nur noch irgendwas zusammenzukratzen. Da kann mir keiner was von einem akademischen Mehrwert erzählen. Und dann wurde tatsächlich durchgegangen und geguckt, wer hat was gemacht. Aber auch wieder rein quantitativ. Da wurde ja natürlich nicht geguckt, ob du und dann ist es halt so sehr gezwungen. Also das ist dann wie so in diesem Domain of One's Own-Konzept. Yeah. Ne? Wenn man das dann halt so forciert, dann verrät man halt auch irgendwie das Konzept. Und also ich glaube halt, wenn man was Passendes findet, dann postet man das halt. Und wenn man halt nichts Passendes gefunden hat, dann hat man nichts gefunden, dann braucht man nichts posten. So, ne? Aber wenn man was gepostet hat und andere fanden das toll, dann möchte man halt irgendwie eine Art von Reaktion erfahren. Und die erfährt man halt in einem Moodle-Forum definitiv nicht. Aber das mit dieser sozusagen Kontrolle versus selbstgesteuertes Lernen versus oder sozusagen so Eigenverantwortlichkeit und, jetzt hängt mein Kamerabild. Aber ja, wir sind wieder. Und auch so Selbstwirksamkeitserwartung, also wie gut schätze ich mich selber darin ein, ob ich eine Aufgabe halt schaffen werde oder nicht, das ist, glaube ich, total wichtig. Und wir haben ja auch viel, viel internationale Studis und die eben aus Ländern kommen, wo auch das Universitätssystem vielleicht eben ein bisschen verschulter ist als bei uns, also wo es mehr so Kontrolle und Steuerung gibt. Und wir stellen dann fest, dass die halt sich eben total betreuungsintensiv anstellen, wenn sie bei uns Abschlussarbeiten schreiben. Und es gibt halt so einen schönen Spruch sozusagen, sie kommen halt am Montag und fragen, was sie machen sollen und sie kommen am Freitag wieder und fragen, ob sie es richtig gemacht haben. Und ja, das ist aber nicht, also das kann man in dem ersten Semester machen und in dem zweiten, aber so funktioniert halt keine Masterarbeit. Also weil dann ist das nicht die Arbeit von den Studenten oder der Studentin, sondern die Arbeit von mir als Betreuer. So ein bisschen wie im Kunstunterricht in der Mittelstufe, wo man irgendwie nach jedem zweiten Strich, den man gemacht hat, vorgegangen ist, um so zu gucken, und passt das? Willst du? Dann gab es so Kunstlehrer, die das irgendwie, die hatten dann die Faxen dick und haben es dann einfach selber gemacht. Aber das kann ja nicht Sinn sein. Und das ist ja auch weder eine Lösung, die skaliert, um mal hier irgendwie in so einem Höhle der Löwen-Sprech zu bleiben, noch irgendwie was besonders Spaß macht, und das ist ja auch so ein Punkt, ich glaube, das ist bei euren oder deinen Veranstaltungen durchaus gegeben, aber im Laufe des Semesters da hatte ich so ein bisschen vom Sentiment her den Eindruck, dass das ja auch gar nicht Spaß machen darf und soll. Oh mein Gott, wo kommen wir denn da hin, wenn Leute auf einmal mit Freude lernen? Und wie bei der Feuerzeugenbowle. Genau. Schule und Medizin müssen besser schmecken, sonst netzen sie nicht. Und Das ist eine sehr gute Impression. Aber auch so dieses Akademie muss schwer sein und das früher war ja auch, das ist so dieses bisschen dieses Narrativ, früher war alles besser. Und das finde ich halt extrem schade, weil natürlich müssen gewisse Standards eingehalten werden. Und wissenschaftlich und irgendwie der Code of Conduct und Schummelei muss uiuiuiui. Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Das letzte Halbjahr war anstrengend genug. Ideal. Mental, ja, psychisch, aber auch physisch. Und es war der Sommer. Es wurde ja irgendwie jeden Tag heller und sonnenscheiniger. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber irgendwie kommt halt der Oktober und der November und das Wintersemester ist halt völlig überfüllt. Oft, also das waren meine Eindrücke immer. Es wird halt irgendwie immer kälter und dunkler und ich weiß nicht, ob wir mit so einer, wir schmeißen da halt ein bisschen Zoom drauf und wir gucken halt irgendwie, dass es läuft. Ich glaube auch, dass es so an dem Einzelengagement gerade von Lehrendenseite dann funktioniert hat. Aber ich meine, wir haben irgendwie jetzt von so grob die Aussage, es soll ein Viertel irgendwie analog statt oder in Präsenz stattfinden. Aber was, also irgendwie richtig planen kann man da auch nicht. Also daraus kommt so ein bisschen die Frage, wie kannst du schon planen? Wie planst du und was passiert aus deiner Sicht? Ja, na also ich glaube, was uns im letzten Semester zumindest in der Grundlagenveranstaltung enorm geholfen hat, ist, dass die über 2 Semester ging und geht und dass die halt schon im Wintersemester am letzten angefangen hat. Und das heißt,
Die Studierenden kannten sich untereinander, die kannten uns, die hatten uns alle mal gesehen, ja. Die wussten ungefähr, wie wir aussehen, wie wir ticken. Ja. Und dann war das, glaube ich, viel einfacher, das sozusagen in das Online reinzuretten. Ja. Und ich glaube, das ist halt eine Riesenherausforderung jetzt in dem Wintersemester, halt rein über Online-Formate so ein Onboarding und Socializing zu machen. Ist für mich auch noch jetzt zum Beispiel auch für den Mathe-Vorkurs, wo wir uns dafür entschieden haben, den halt wirklich komplett online zu machen, weil niemand irgendwie so richtig das Risiko eingehen möchte, dass da halt was passiert. Wie man da so Online-Lerngruppen bildet. Ja, ja, und wie die dann halt gut miteinander kommunizieren können über eine Plattform ihrer Wahl, die halt für diese 3 bis 4 Leute Lerngruppe irgendwie gut funktioniert. Ja. Naja, und ich meine, ansonsten denke ich, mit so ein bisschen Erfahrung in der Hinterhand und irgendwie vielen Ideen kann man mit einer groben Vision so ein Semester auch erstmal auf sich zukommen lassen und mal gucken, was so geht und dann immer mal so ein bisschen nachsteuern. Also wenn man wieder bei dem Overprepping ist, dann ist, glaube ich, Overprepping halt in der digitalen Lehre ein super Problem, weil es eben eigentlich kein Zeitlimit gibt. Ja, also ich kann ja den Studis immer noch ein Video schicken und ich kann das Zoom und ich könnte noch mal ein Zoom-Meeting anlegen und ich kann noch eine PDF hochladen. Ja. Und in einem normalen Semester ist aber eben pro Woche 90 Minuten meinetwegen, ja, und dann kann man vielleicht ein paar Lernmaterialien für zu Hause irgendwie noch mitgeben, aber wenn das halt zu viel wird, dann werden einem Studis irgendwann aufs Dach steigen und diese 90 Minuten pro Woche darf ich halt nicht reißen, ja, und das limitiert halt einfach schon mal die Zeit und das hat man eben nicht. Und deshalb, naja, weniger ist bestimmt in vielen Fällen mehr oder, naja, oder man individualisiert es halt so ein bisschen. Also ich hatte halt im letzten Semester eben so eine Tabelle gemacht, so einen Wochenplan, das fanden die auch ziemlich gut, ja, dass die so eine Struktur hatten, in dieser Woche solltest du ungefähr das und das geschafft haben und dann hatte ich immer halt ein paar Videos, ein paar Seiten im Skript, ein paar Seiten im Buch, ein paar Übungsaufgaben und irgendwie noch so ein paar Beispiele und dann haben halt irgendwelche Leute gesagt, wie soll ich mir das alles angucken? Und dann habe ich gesagt, ey, ihr sollt euch das alles gar nicht angucken, ihr sollt euch halt überlegen, was euch am besten irgendwie nützt. Also guckt euch das Video an und wenn ihr es da verstanden habt, dann ist gut. Ja, und wenn ihr sagt, oh, ein Video ist mir nichts, ich lese das lieber im Skript, dann lest es euch da durch. Oder, und ich glaube, dieses Angebot ist für einige, ich sage jetzt mal, alte Schulen, alteingesessenere Personen schon fast zu viel Service. Und ich glaube, da kann man tatsächlich ansetzen und sagen, okay, wie viel sollte ich anbieten, muss oder kann ich auch anbieten? Aber diese unterschiedlichen Angebote und diese unterschiedlichen Medien, ich glaube, das sorgt auch dafür, das hattest du ja auch mal in einem Blogbeitrag, und dann kommen wir gleich mal auf ein paar Bilder zu sprechen, dass das ja dann auch schon zu besseren Evaluationen führt. Und mein Punkt ist ja auch immer, dass man sagt, okay, digitale Lehre ist nicht nur der Inhalt und irgendwie diese vermeintliche Nichtkontrolle, was ja auch anders ausgespielt werden kann. Es ist aber auch irgendwie Außenwahrnehmung. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Leute, die jetzt bald oder sie machen irgendwie nächstes Jahr Abi, für den Abi-Jahrgang aus irgendeinem Land, aus irgendeinem Dorf, und die werden sich doch durchaus überlegen, wie macht denn das die Uni um die Ecke? Und gibt es vielleicht nicht eine Uni ein Stück weiter, die aber ein Ticken digitaler ist? Und man konnte halt die letzten Jahre schon gut sagen, ja, ja, wir sind eine exzellente Uni und wir sind vor Ort und wir haben tolle Labore. Aber auf der anderen Seite ist es ja, also es war keine Kategorie. Es war kein Punkt, auch wenn man sich so ein CHE-Ranking, oder heißt es CHR? Nee, CHE, anguckt. Ja, ja. Das ist keine, diese Schönheitskategorie oder diesen Wettbewerb gibt es noch nicht. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft ändern. Und da muss man, also böse muss ich, würde ich sagen, die Unis müssen jetzt mal ran. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch so ein Punkt, Lehre ist schon immer ein, das hat mich sehr hart getroffen, als ich verstanden habe, Lehre ist ja ein Beiprodukt. Also du wirst ja nicht fürs Lernen bezahlt, du wirst fürs Paper schreiben, fürs Projekte ranziehen und für BMWF bezahlt. So mal ganz platt. Genau, ein Kollege von mir hat mal gehässig gesagt, die Lehre ist das hässliche Stiefkind. So, genau. Und das ist halt schade für Leute, ich hätte auch total Bock auf Lehre und hatte auch mit Tutorien und so Workshops immer schon eine helle Freude. Aber für viele ist es eben das Stiefkind, das ist so ein Beiprodukt. Und natürlich kann da nicht das volle Herzblut reinstecken, wenn es irgendwie vorher schon stiefmütterlich, stiefkindlich behandelt wurde. Ich würde sagen, wir gucken mal in so ein paar
Bilder, also was heißt Bilder? Wir haben uns ein paar Grafiken überlegt. Ich schwitze gerade mal rüber. Dich müsste man auch nochmal hören. Ja. Ja, dich hört man auch. Sehr gut. Ja, Lernen, dein, kurzer Shoutout für den Blog. Lernen kannst du nur mit deinem Kopf. Trotzdem kann Digitales aber hilfreich sein. fand ich ein sehr guter Titel. Bei dem Artikel, ich will gar nicht auf den Artikel selber, aber weil er gerade offen ist, bei dem Artikel selbst merkt man ein bisschen, dass du auch persönlich mal mit dem Semester abschließen musstest. Und ich glaube, der Artikel war notwendig und ich glaube, viele haben ihn zwar nicht veröffentlicht, aber für sich einen im Kopf geschrieben, als eigene Mediation sozusagen. Aber du schreibst ja seit längerem in deinem Blog über genau solche Lehrsachen oder aus dem Alltag. Ich will erstmal auf dieses Bild zu sprechen kommen. Erzähl doch mal was darüber. Vielleicht auch Entstehungsort, Entstehungsgrund. Was ist in der Box? Ja, in der Box ist gar nichts. Also die Entstehungsgeschichte ist, dass es bei uns ja diese personalisierten Aufgaben gibt. Da gibt es gleich, glaube ich, auch noch ein Bild zu. Und bei einer solcher Aufgabe sollten die Studierenden als Lösung, weil es bei dieser Aufgabe nicht nur auf das sozusagen das Ergebnis ankommt, sondern so ein bisschen auf den Prozess der Entstehung, weil man halt an diesem, da geht es um Zeichnen eines Zeigerbildes und an dem fertigen Bild kann man total schwer erkennen, ist das sozusagen richtig, ist das falsch, bis wohin ist es richtig, ab wann wird es falsch. Und deshalb sollten sie dokumentieren, wie sie es zeichnen. Und jetzt hat ja natürlich nicht jeder irgendwie so ein schönes Tablet oder ein Wacom oder so, wo man das halt digital zeichnen kann und einfach als Screencast speichern kann. Aber alle oder fast alle, gehe ich mal davon aus, haben eben ein Handy, ein Smartphone. Ja. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich keins, deswegen ist das Smartphone von meiner Frau. Aber als Elektroingenieur hast du kein Smartphone. Ich bin da old-fashioned. So. Und ich zeige jetzt nicht mein Handy, es liegt jetzt ja auch nicht rum, aber mittlerweile habe ich ein Smartphone. Ah, so. Und dann ist aber die Sache, naja, wenn man das dann irgendwie hält und nebenbei schreibt, dann wird das ja total wackelig. Ja. Und dann kann man sich aber halt aus einer Kiste, dieses Holzteil in der Mitte ist so ein Pfannenwender. Und einem Handy und halt um das ein bisschen, um eine schreibende Hand zu filmen. Ja. Und das habe ich dann, also das ist bei mir auf dem Wohnstubentisch gebaut. Also das Rote ist eine Tischdecke, dieser Untergrund. Und da habe ich auch ein Beispielvideo dann eben so auf diese Art und Weise produziert. Ja. Und das Bild ging super, also viral jetzt weg, aber halt, ich hatte darüber halt einen Blogartikel und dieses Bild auch nochmal vertwittert und das hatte bisher über 100 Likes. Ja. Wird auch immer mal wieder auf Konferenzen. Ja, weil es halt ein kleiner Gag in diesem Bild ist natürlich, dass das Buch Physik für Ingenieure, das hatte ich irgendwie durch Zufall so einen Tag vorher oder zwei Tage vorher auf dem Flohmarkt gekauft. Und und da ist aber kein Kapitel zur Statik drin in diesem Buch. Das ist so Level 3 Nerd-Humor. Das geht dann zu tief. Du hattest dann, aber haben die Studierenden dann auch damit, also mit so einer Auflage sozusagen, Videos genau, erstellen dann haben sollen? Die halt zu Hause sich so hingesetzt und haben eben, weil das natürlich ein bisschen aufwendiger ist, so ein Video zu produzieren, haben da jetzt nicht ganz so viel mitgemacht wie sonst. Also sonst haben wir so um die 100 Einreichungen und bei dieser Videolösung waren das jetzt nur so 30, 40. Und cool. Die waren natürlich so qualitätsmäßig von bis, aber die besten drei hatte ich dann halt so rausgesucht und die haben wir dann auch mit Erlaubnis der Studis nochmal halt bei YouTube veröffentlicht, cool, als sozusagen so Beispiellösungen für diese Aufgabe. Und da sind auch super, das ist ja immer das, wenn man dann halt den Studis sagt, also macht ein Video davon, hier sind so ein paar Ideen, wie ihr das machen könntet, aber wie ihr das macht, ist eigentlich am Ende vollkommen egal. Ja. Ich hatte halt auch das Problem, dass der Autofokus von dieser Kamera da nicht so wahnsinnig gut war und der halt immer auf meine schreibende Hand fokussiert hat, anstatt auf das Blatt und man konnte das irgendwie auch nicht feststellen. Und deswegen schwimmt bei mir der Fokus manchmal so ein bisschen in diesem Beispielvideo und das Problem hat halt irgendwie ein Student auch gehabt. Und dann hat er halt einfach dieses Video im Prinzip in Stop-Motion-Technik produziert. Nein. Ja. Und total, also ne, der hat dann halt immer sozusagen das Hauptelement, wo so dann Strom und Spannung sind, auf so ein Post-it geschrieben und das wanderte dann so ins Bild rein und dann entstand halt der Strich und der nächste Zeiger und so und dann wanderte das wieder raus. Und
durch diese Stop-Motion-Technik hast du natürlich das Problem nicht mit dem, mit dem Fokus und das Video ist auch viel kürzer. Ja, das stimmt. Das ist halt am Ende, ich mache das natürlich irgendwie flott, ich habe trotzdem 5-6 Minuten gebraucht und dieses studentische Video ist halt nur 1,5 Minuten oder sowas, ne? Und hat halt im Endeffekt den gleichen Inhalt. Ja, das ist dieser berühmte Mehrwert, den, glaube ich, Axel Krommer irgendwie ein bisschen immer schasst, zu Recht, aber irgendwie ist es halt schon, wenn ich mir vorher überlege, was will ich denn abbilden oder wie kann ich es denn kürzen, dann liegt die Last sozusagen bei dem einen, der ausstrahlt, also ob das wir den jetzt Lehrenden oder Professoren oder Broadcaster nennen. Also ich sag mal so, je besser so ein Stream auch vorbereitet ist, desto eher kann man den einfach konsumieren. Und je eher so ein Video vorbereitet und aufbereitet ist, desto eher lässt sich das eben niederschwellig auch lernen. Und ich glaube, das ist so die Krux, dass viele sagen, nee, das muss schwer sein, Physik für Ingenieure, 10. Auflage, 500 Seiten. Und am Ende müssen wir auf Seite 600 sein, so nach dem Motto. Ja, und ich glaube halt, dass auch viele bei so Erklärvideos jetzt bei YouTube immer zu sehr auf Perfektion. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, you need perfect or by Tuesday. Ja, und genau. Ich kann mir halt auch meine ersten Videos auch angucken und dann sage ich mir auch, oh, naja, so, und da hättest du das nur irgendwie so machen können und hier so. Aber ich produziere meine Erklärvideos auch so für meinen YouTube-Kanal. Ich habe halt eine Idee, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich das halt runter, dann schneide ich höchstens den Anfang und das Ende weg und dann ist das Video im Prinzip fertig und alles dazwischen passiert halt so, wie es passiert ist. Ja. Ich versuche mir die ersten drei Sätze bereitzulegen, dass ich die halt einigermaßen unfallfrei spreche und danach, wenn dann mal ein Ö und ein O und mal irgendwie was Seltsames dazwischen ist, dann ist es halt so. Das macht die Sache ja auch irgendwie lebendig und ich finde halt nichts schlimmer, als wenn Leute sich so hinsetzen und sagen, das muss jetzt ein ganz perfektes 5-Minuten-Video werden und dann schreiben sie sich einen Text und überlegen sich Bilder und dann redigieren sie nochmal den Text und kürzen hier nochmal und da und dann holt man einen professionellen Sprecher, der den Text spricht und so und am Ende ist das aber total tot, weil es halt so ein lebloses Video ist, wo dann halt nichts mehr von dem, sagen wir mal, von der Fachkultur der Veranstaltung und von der Persönlichkeit der Lehrperson da irgendwie drinsteckt. Also ich bin ehrlich, so ein bisschen Skripten muss schon sein. Ja. Und so auch den Teleprompter, den benutze ich auch schon ganz gerne. Und ich glaube auch, dass man mal durch verschiedene Stufen oder von Quick and Dirty bis hin zu quasi Studioproduktion hin muss, also als Lehrender, als Dozentin, dass man macht, um eben auch zu verstehen, okay, wie viel Aufwand ist das, damit man, weil du hast jetzt gesagt, ich gucke mir das dann an, dann schreibe ich das so grob runter und dann weiß ich, ja, in einer Viertelstunde, oder auch, dass man mal diesen Schlüssel versteht. Und das bringt uns auch zu so einem Thema, wo man sagt, ja, aber digitale Lehre, ich will nicht, dass mein Video mich selbst ersetzt. Das ist doch gerade umgekehrt. Also mein Schlüssel ist von so komplizierten Videos für so eine, also 1:7, also ich brauche ungefähr 7 bis 15 Minuten Produktionszeit für eine Füllminute bei so ganz schnellen Sachen, also im Sinne von, wie viele Minuten brauche ich dann fürs eigentliche Aufnehmen, fürs Vorbereiten, fürs Nachschneiden. Das muss ja auch hochgeladen werden, also das gehört ja irgendwie alles dazu. Da muss auch mal eine Verschlagwortung auch beim Moodle passieren. Oder 1:3, wenn es halt sehr schnell geht, dann hast du halt irgendwie so 30 Sekunden für jeden dieser einzelnen Schritte. Aber damit das mal verstanden wird, muss man ganz blöd sagen, auch auf Hochschuladministrationsseite, dass es eben auf keinen Fall weniger Arbeit ist, sondern eher mehr bei der Urerstellung. Und der Mehrwert, wir bräuchten so einen Mehrwert-Button fürs nächste Mal, der dann aber gegeben ist, wenn man das eben mal über 8 Jahrgänge oder 8 Semester durchzieht. Und was ich dann so interessant finde, dass man einfach aufbaut verschiedene Videos und ob das jetzt so gemacht ist oder ob so ein Stream eine Option ist oder was sich alles für tolle Möglichkeiten. Einfach mal überhaupt dieses erstmal machen und anfangen und dann irgendwie über mehrere Jahrgänge und Semester sozusagen immer die schlechtesten Videos ersetzen und immer sagt, okay, wir ersetzen immer die 3 schlechtesten Videos, dann kommen wir auch wieder zu so Ratings, wie du sie vorhin oder zu so, was hat die wenigsten Herzchen bekommen? Und das macht man ja nicht alleine. Also meine weitere These ist, dass man in Zukunft welche fürs Schreiben braucht, vielleicht für eine kleine Nachbearbeitung, vielleicht für nochmal Vertonung, beim Fernsehen und wenn man sich auch so die großen YouTube-Kanäle anguckt, da hat quasi jede Kamera und jedes Licht seinen eigenen Ansprechpartner und da macht auch nicht eine Person alles alleine. Und das bringt mich so ein bisschen auf so diese Perfektion. Weil wenn du das jetzt auf einer Konferenz zeigst, dann gibt es Schmunzeln, aber in der Wissenschaft gilt es ja schon so eine
dieses Absolute, dieses Richtige, dieses Wahre. Und ich glaube, das steht auch bei Peer-Reviews und bei all dem, wie man sonst in der Wissenschaft arbeitet, was mein Eindruck so ist, ist es, wenn man ja auf so ein sehr lupenreines Ergebnis kommt. Und ich glaube, mit so Methoden widerspricht man dieser Kultur. Und da müssen irgendwie, da arbeiten sich, glaube ich, einige extrem dran ab. Ja, mag sein. Also bei mir ist, glaube ich, dieses Produktionszeitverhältnis eher so 1:2. Mhm. Also so wie Björn Loweschacht das wahrscheinlich auch macht, weil nur so schafft man das ja auch irgendwie, also bei ihm ist das natürlich noch viel exzessiver und extremer als bei mir, aber ich meine, er hat ja sozusagen über die letzten 10 Jahre, keine Ahnung, bestimmt ein Jahr an Videos aufgezeichnet. Wen meinst du? Björn Loweschacht von der Loweschacht, ja, stimmt. Und ja, also was bei mir, glaube ich, tatsächlich so am längsten dauert, ist halt dann diese Videos vernünftig zu verschlagworten. Kapitelmarken habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber sozusagen Videos, die irgendwie zusammenhängen, da dann auch untereinander zu verlinken und zu sagen, also hier ist die Theorie, pass auf, da findest du ein Beispiel, da findest du noch irgendwie eine Übungsaufgabe, da findest du eine Klausuraufgabe zu dem Thema, weil erst dann entsteht ja auch so ein Netzwerk da draus, so, ne? Und das ist halt was man natürlich vielleicht auch mal irgendwie, also wo ich mir denke, das könnten eigentlich auch mal die Studis machen oder darauf kommen, weil jeder kann ja, also ich meine, deswegen lade ich ja die Videos auch bei YouTube hoch und jetzt nicht nur, versteckt die nicht nur auf der Media-Site da von unserer Uni, auf dem eigenen Videoportal, was halt wieder so restriktiv ist, dass da halt keiner kommentieren darf. Keine Chance, und so, ne? Und ich meine, dann kann man ja auch sagen, das hat mir geholfen und irgendwie da findet man nochmal eine andere Aufgabe zu dem Thema. Aber sowas passiert halt relativ selten. Aber was viel passiert und was tatsächlich gut läuft, ist, dass halt Leute sich bedanken bei YouTube und sagen, hey, danke für die, so meine liebsten Kommentare, wenn ich irgendwie ein 15-Minuten-Video gemacht habe, schreibt einer drunter, vielen Dank für die 15 Minuten geopferte Lebenszeit, das Video hat mir sehr geholfen. Ja. Und dann auch Fragen stellen, dann auch echt inhaltliche Fragen stellen und sagen, irgendwie bei Minute 7, da habe ich jetzt irgendwie das und das nicht verstanden. Ja. Und dann versuche ich da auch immer relativ zeitnah darauf zu antworten. Und letztens hat irgendwie dann ein Student, der auch, also den Namen kannte ich jetzt von uns nicht, oder weiß ich, den YouTube-Namen kann man ja manchmal auch nicht so richtig zuordnen. Der hat dann halt, also war so Frage und ich habe geantwortet und er hat nochmal rückgefragt und so. Und dann hat er halt am Ende gesagt, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Und das sozusagen YouTube hin und her zählte für ihn und zu Recht eben als eine Art Gespräch. Ne? Da hat eine Kommunikation stattgefunden. Und ich glaube, das ist halt, was viele überhaupt gar nicht sehen. Also sie sagen dann, wenn ich jetzt meine Videos bei YouTube hochlade, ich stelle mich damit irgendwie bloß und dann habe ich mich da mal versprochen und dann lachen alle über mich, passiert überhaupt gar nicht. Und also hat auch keiner Zeit für. Die Studenten, wir haben andere Sorgen, als irgendwie uns die besten Blopper und Versprecher von, also. Und wenn, dann ist ja sogar wirklich humorvoll. Bitte? Da warte ich ja drauf, dass das mal jemand, weil die sind ja alle CC-lizenziert, die Videos. Also wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann... Zeit hat halt keiner. Dann lade ich die in Resolve und dann machen wir da so eine Best-of. Wir haben noch ein Diagramm auf deiner Webseite. Erklär doch, was ist denn das für eine Wüste? Weil es geht auch, glaube ich, um Studenten, ich glaube, es geht auch um Peer-Review. Es geht um ein Konzept von personalisierten Aufgaben. Ich erkläre das jetzt nicht. Es gibt so einen Lightning Talk, 5 Minuten. Gibt so einen Lightning Talk, den ich letztes Jahr bei der AfD aufgenommen habe. Den kann man sich angucken. Der fasst das in 5 Minuten super gut zusammen. Das ganze Konzept mit Motivation und was dabei halt rauskommt. Vielleicht zur Entstehungsgeschichte. Also wir machen jetzt das halt irgendwie seit 3 Jahren. Funktioniert auch relativ gut. Also Studis kriegen personalisierte Aufgaben, reichen die ein übers Moodle und begutachten sich dann gegenseitig anhand ebenso personalisierter Musterlösung, sodass auch Leute, die ihre eigene Aufgabe nicht fachlich korrekt lösen konnten, sich dann trotzdem, sagen wir, fachlich korrekt gegenseitig korrigieren können. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen kompliziert, sage ich mal so, weil ich halt kein Moodle-Programmierer bin und weil der Weg zu den Studierenden hin immer per E-Mail funktioniert und die Einreichung machen sie halt im Moodle und die ganze Intelligenz dieses Verfahrens passiert halt in MATLAB und in LaTeX. Aber habt ihr nicht die gegenseitige Bewertung als Moodle? Es gibt ein Modul in Moodle, was gegenseitige Bewertung macht, aber das kennt keine personalisierten Aufgaben und keine personalisierten Musterlösungen. Das geht nur auf Gruppenbasis, das ist richtig. Genau, und das ist halt das Problem. Und man kann das eben nicht für einzelne Studis dann individualisieren. Und, aber dann war euch diese personalisierte Aufgabe so viel wert, dass ihr das vom Workflow nach
bauen wollte. Genau, dass ich das halt cool. In MATLAB einfach im Prinzip rasch selbst runtergescriptet habe. MATLAB kann man als Ingenieur, dann hat man das mal angemacht. Ah, easy peasy. Und genau das sind so Aussagen, wo halt andere dann halt irgendwie so, wie man aus der Anglizistik kommt und sagt, nee, kann man halt nicht. Also als Wissensinformatiker sage ich, ja, das kriegt man irgendwie hin, so ZIP-Dateien, MATLAB, LaTeX. Aber ich glaube, genau da trennt sich halt irgendwie so ein bisschen auch die Motivation wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich ist das so. Also für mich wäre das halt unendlich viel komplizierter gewesen, eben jetzt irgendwie dieses Moodle-Modul, was ja auch Open Source ist, vermutlich halt anzupacken und das halt zu individualisieren. Das muss halt so ein Oliver Tacke sein, dann geht das. Ja, genau. Und auch viel Zeit haben. Und dann würde man das halt bestimmt hinbekommen. Ja. Wobei er von Moodle auch keine Ahnung hat, hat er mal ganz offen gesagt, sondern halt im Prinzip nur von H5B. In Anführungszeichen. Nur von H5B. Ja. Mal so low-key das Plugin beleidigt. Das hat halt, für uns hat das halt irgendwie super gut funktioniert. Ich konnte aber natürlich aufgrund dieser etwas seltsamen Struktur da tatsächlich auch in den 3 Jahren, obwohl ich da schon bestimmt, keine Ahnung, 10 Webinare drüber gemacht habe, keinen anderen Lehrenden einer anderen Uni, selbst auch nicht aus der Elektrotechnik, dafür begeistern, sowas halt zu machen. Ja. Und ich konnte nicht mal jemanden dafür begeistern, weil, also man kann natürlich jetzt auch die ganze Sache mit der gegenseitigen Begutachtung weglassen und sagen, ich generiere damit einfach nur personalisierte Aufgaben. Mhm. Und wenn wir uns alle an das Ende des Sommersemesters erinnern, dann haben alle von Open Book Klausuren gesprochen und von wir müssen Prüfungsaufgaben kompetenzorientiert stellen und eben so, dass sich nicht so wie das bei uns, also wurde mir so zugetragen, es gab eine Fakultät bei uns in Magdeburg, die haben halt E-Klausuren gemacht übers Moodle und haben das fairerweise so gemacht, dass man halt einen ganzen Tag Zeit hatte, um irgendwie eine 90-Minuten-Prüfung zu machen. Okay, das ist der Fall. So, und was haben die Studis mir erzählt? Die haben sich dann halt um 8 Uhr morgens bei jemandem getroffen, haben in einer 5er-Gruppe zuerst die erste Prüfung gemacht, 90 Minuten lang. Dann halt 30 Minuten Pause oder so, bis sie Kaffee trinken. Dann haben sie halt die zweite Prüfung vom zweiten Studenten als 5er-Gruppe gemacht, 90 Minuten lang. Nee. Und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist super. Ich glaube, also da lernt man halt nicht. Ich glaube, da lernt man ja auch viel drin, wenn man halt so Aufgaben gemeinsam bearbeitet. Also das wahrscheinlich. Es ist dieses berühmte Kollaboration im 4K-Modell, über das immer alle reden. Genau, aber genau. Ob man dann am Ende natürlich eine Aussage über die individuellen Kompetenzen eines Studenten, einer Studentin treffen kann oder halt über eine 5er-Gruppe oder 3er-Gruppe, die sich halt irgendwo getroffen hat. Aber das ist auch wieder sowas, eben so ein bisschen out-of-the-box-Denken. Ja? Ja. Klar will man irgendwie individuell jemandem sagen, du kannst das jetzt gut oder schlecht, aber wird denn so ein ingenieurwissenschaftliches Problem, um jetzt in meinem Fach zu bleiben, so in der Praxis gelöst, dass man jemandem sagt, der Chef sagt sozusagen, du Entwickler, setz dich jetzt für 3 Stunden abgeschottet nur mit Zettel und Stift in einen Raum. Rede mit niemandem, du hast kein Internet, du hast nichts und jetzt entwickelst du aber den Antrieb für unser neues Elektroauto. Nee. Das ist total absurd und natürlich ist in der Praxis, man recherchiert, man muss sich mit anderen austauschen und das wird aber in unserem Prüfungsprozess überhaupt gar nicht abgebildet. Ja. Mir ist auch ehrlich, und das ist so die Überleitung zum letzten Bild, mir ist so eine, wir versuchen das System auszutricksen und treffen uns zu 5 und ich bin mir sicher, diese Gruppe hat auch eine gute Zeit und da wird nicht nur Kaffee im Spiel gewesen sein. Lieber als so ein Verhalten. Da sieht man unten halt die Semester, ich habe jetzt einfach mal die 15 oder 16 Semester angenommen, hatte mal ein Video drüber gemacht. Und dann sieht man halt bei den Views, wenn man irgendwie so eine 100er-Gruppe hat, dann ist das gar nicht, oder so eine 50-60er-Gruppe an Studenten, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hatte das auch in einem Tutorium mal genauso als Muster gesehen. Das ist ja auch der Vorteil von so einer YouTube-Plattform. Alle reden immer über Learning Analytics. Und wenn man dann mal wirklich Klickzahlen, also wirklich harte und nackte Zahlen bereiten kann, dann will aber, das ist so ein Level an Transparenz, das will man dann wieder nicht. Und was man halt wirklich sieht, es gibt so diese engagierten Studierenden, Studenten, Studentinnen und irgendwie so 3 Tage vor der Klausur oder ja, 3 Wochen oder 2 Wochen vor der Klausur eskalieren die Klickzahlen halt so dermaßen. Und meine These war, ich weiß nicht, was du davon hältst, du hattest ja auch mal zum gleichen Thema oder zum ähnlichen Thema einen Artikel. Ich glaube, dass man diesen absoluten Spike 2 Tage oder eine Woche vorher nicht rauskommt. Ich glaube nur, dass man das abflachen kann
über verschiedene Mittel, ich glaube, da fehlt uns jetzt die Zeit, aber dass man verschiedene Spikes, so wie so beim Fitnessstudio-Effekt, auch reinbauen kann und sich nicht überlegen muss, wie mache ich es noch schwieriger und erhöhe einfach den Schmerz, damit sie müssen, sondern wie ist der Anreiz gesetzt, damit sie wollen, damit spielen. Ja, also da bin ich voll deiner Meinung. Also bei den personalisierten Aufgaben, dadurch, dass die in so einem 2-Wochen-Rhythmus sind und dann eben alle 2 Wochen irgendwie so eine Deadline ist oder wie so eine quasi Zwischenprüfung, sehen wir halt das Bild bei uns im Prinzip jede Woche, weil sie jede Woche irgendwie dann eine Aufgabe einreichen und dann die Korrektur einreichen und eine Aufgabe einreichen. Und dann hat man halt diesen großen Peak im Prinzip unterteilt in viele kleine Peaks. Ja. Aber jeder Peak für sich sieht halt dann immer noch so aus. Und ja, ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Ich glaube so, es gibt so Aufgaben, die macht man halt nicht gerne sofort, sondern schiebt die so ein bisschen vor sich her und dann ist halt The Deadline ist die Ultimate Inspiration. Und was halt ganz interessant ist, ist, dass... Deadline ist... Okay, ja. Was Sorry. Halt ganz interessant ist, ist das eben bei uns bei der Aufgabeneinreichung. Also ich sehe halt leider nicht, wann die Studis anfangen mit der Aufgabe. Ich sehe halt nur, wann sie einreichen, Stimmt. weil ich sehe ja nicht, wann sie halt die E-Mail lesen. So, ne? Ja. Wenn das jetzt wieder irgendwie übers Moodle bereitgestellt werden würde, könnte man ja gucken, vielleicht wann klicken sie da drauf und gucken sich die Aufgabe an. Ja, ja, egal. So. Aber bei der Aufgabeneinreichung sieht das halt so ähnlich aus wie hier. Also die ganze Woche über passiert nichts und erst so am letzten Tag und kurz vor der Deadline, Montagabend, 22 Uhr, geht das halt ganz schnell hoch. Mhm. So, und dann ist aber diese gegenseitige Korrekturphase und da passiert das viel gleichmäßiger über die Woche. Okay. Und jetzt in dem Online-Semester war es nochmal so, dass es am Anfang steil hochgeht, ging, dann gab es so ein Plateau und dann ging es am Ende nochmal ein bisschen steiler hoch. Also es gab sozusagen die Soforterlediger und die Aufschieber. Ja. Okay. Und dann habe ich mal die Studis gefragt, warum ist das so? Und dann sagen die, naja, diese gegenseitige Korrektur, dann weiß man ja auch selber, ob man sozusagen richtig oder falsch gerechnet hat, selbst wenn man sich jetzt nicht seine eigene, also ne, über die Lösung der anderen Aufgaben und die Musterlösung. Und das scheint eben was total Wichtiges zu sein, eine Rückmeldung zu bekommen, war das jetzt gut, was ich gemacht habe oder war das schlecht, war das jetzt richtig, war das falsch? Also geht es eher so, was hast denn du da? Wie halt nach Klausuren auch. Also da tauscht man sich ja auch aus. Was hast du bei 3b? Was habe ich? Okay. Interessant. Bei Klausuren gibt es auch einen Blogartikel, haben wir mal so, das ist auch keine Idee von mir, das hatte ich von einer netten Dame, Cynthia Heiner, die Physik macht, in Berlin übernommen, so Gruppenaufgaben am Ende einer Klausur. Also genau um diesen Austausch, der sonst so vorm Hörsaal stattfindet. Und kannst du jetzt suchen, aber ich habe es vorhin gesehen. Hier. Genau, da, genau, ja. genau. Ja. Und eben auch dieses Gemeinsame. Und da ist halt so der Punkt, die Studis müssen sich dann, also die dürfen und sollen sich austauschen und sie müssen sich am Ende in ihrer Gruppe auf eine gemeinsame Lösung einigen. Also nicht so, dass man sich austauscht und sagt, naja, nach dem Austausch, ich nehme jetzt trotzdem das, weil ich denke, dass das richtig ist, sondern die müssen wirklich gegenseitig im Prinzip so ein bisschen fighten. Ja, weil wenn die unterschiedlicher Meinung sind, heißt es ja irgendwie, irgendwer müsste auf seine Punkte verzichten. Und dann müssen die eben so wie im normalen Leben gegenseitig argumentieren und sagen, also ich glaube, dass meine Lösung richtig ist, weil, und ich glaube, dass deine Lösung falsch ist, weil. Ja. Ne? Oder eben Kompromisse finden. Also ich weiß, oder irgendwie so einen Kompromiss finden. Aber am Ende sind das an der Schaltung geht das nicht immer, aber... Genau, am Ende, also jetzt bei den Elektrotechnik-Aufgaben gibt es dann halt am Ende tatsächlich nur richtig und falsch. So, ja. ne? Aber ich meine, wenn man mal auch hier wieder in die echte Welt guckt, so alles, was man, was voll an Schlagworten, Scrum, agile Vorgehensmodelle, New Work, also dieses ganze Brot und Butter, mit der du jede Konferenz gefüllt bekommst, wenn es um so Megatrends geht, das ist ja eben in der Gruppe, das ist zusammen, das ist mit in einer N Größe 1 sozusagen. Und dann finde ich es einfach auch realitätsfern. Es wurde halt schon immer gemacht und es ist ein Ticken bequemer und in einem Grundaspekt kann ich diese Bequemlichkeit und diese Einfachheit auch verstehen, weil man eben nicht so viele Wochen und Monate hat. Was ich jetzt aktuell sehe, jetzt haben wir sie gerade, weil, also mein Semester geht im November oder so los, das ist gefühlt eine Ewigkeit noch hin. Und ich bin so hin und her gerissen, das ist so ein bisschen so der Ausblick, du hattest gesagt, wir nehmen uns eine schöne Zeit, deswegen wollte ich so
langsam dir die Option bieten. Wie geht's denn weiter? Also das, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich weiß nur, dass es von der Situation her im Sommer so war, dass es für mich eher ein Anreiz ist, jetzt eben schneller fertig zu werden. Ich habe auch versucht, mehr Credits im Sommer zu machen. Das hat, glaube ich, auch einigermaßen funktioniert. Und die Uni muss ja trotzdem weitergehen. Also das Jahr 21, das Jahr 22 wird kommen. Und ja, irgendwie so, und das merke ich eben auch bei Lehrenden. Keiner kann sich festlegen, keiner will sich so richtig festlegen. Und it's complicated. Ja, also das Erste, was jetzt erstmal ansteht, ist Mitte Oktober halt dieser Mathe-Vorkurs. Der geht halt eine Woche. Wir haben uns mal irgendwann, es gibt so eine Gruppe, die diese Mathe-Vorkurse organisiert an der Uni. Da haben wir uns schon eigentlich vor einiger Zeit mal drauf geeinigt zu sagen, wir machen das alles komplett online. Mittlerweile sind da einige wieder ein bisschen von abgedriftet und sagen, wir machen vielleicht so kleine Übungen doch in Präsenz. Ich bleibe aber dabei, das irgendwie komplett online durchziehen zu wollen, auch um Studierende damit eben auf ein potenzielles Online-Semester irgendwie möglichst gut vorzubereiten. Und ich meine, meine Idee ist halt so ein bisschen, die kommen ja alle aus der Schule, da werden sie mehr oder weniger gut mit Online-Formaten irgendwie zu tun gehabt haben, weil das natürlich total zufällig ist, ob sie auf einer Schule waren, die irgendwie affin dafür ist oder nicht. Ja, und sie alle so ein bisschen einzugrooven, einzunorden und halt gemeinsam versuchen herauszufinden, was für Formate eben irgendwie funktionieren, welche nicht funktionieren, was man für technische Möglichkeiten braucht. Dass es halt vielleicht nicht schlecht ist, wenn man einen Laptop hat mit einer Webcam und vielleicht irgendwie so ein Vakuum und dass man halt so ein paar Sachen online machen kann. Ja. Und ich hoffe einfach, dass wir das da schaffen, mit meinen studentischen Tutoren zusammen und Tutorinnen, die TeilnehmerInnen die Woche über irgendwie bei der Stange zu halten und mit denen viele Sachen auszuprobieren und wenn und dass sie sich halt untereinander kennenlernen natürlich und im Idealfall schon so Lerngruppen bilden. Und wenn dann nebenbei noch ein bisschen was zu den Grundlagen der Mathematik passiert, dann umso besser. Ja, das und, ist gut. Es ist ein sehr positives Menschenbild. Ja, es ist auch einfach realistisch. Also es ist einfach unrealistisch zu sagen, wir machen so wie vorher, dann packen wir da irgendwie eine 2-Volt-Quelle dran, das ist nämlich Elektrifizierung, und dann wird das schon passen. Und ich werde jetzt gucken, dass ich halt ein paar Videos raussuche und vielleicht noch selber ein paar Videos mache. Dann wird es so ein Skript geben, sozusagen so als Lückentext. Ich möchte auch den Studis vorher allen im Prinzip per Post einen Brief schicken mit diesem Skript drin, mit eventuell so ein paar Sachen. Da wir sind noch am Brainstorm, was da halt gut funktioniert, weil, also als Beispiel, ich habe vor, keine Ahnung, 1,5 Monaten einen Workshop gegeben, auch online für die Kolleginnen in Hamburg. Und der war halt an einem Montag und ich saß halt in meinem Büro und der ging 3 Stunden. Ich hatte halt die Tür abgeschlossen und das Telefon abgestellt. Und während des Workshops klopfte es halt an der Tür. Und die Person konnte natürlich nicht rein. Ich wollte auch nicht die Tür aufmachen. Naja, und dann war halt der Workshop vorbei. Ich ging halt in unser Sekretariat und dann sagte unsere Sekretärin, Matthias, für dich ist ein Paket angekommen. Ich hätte es dir auch vorhin gebracht, aber deine Tür war halt zu. So. Ja. Und was war in dem Paket drin? In dem Paket drin war eine Tasse mit einem Dankeschön. Und sozusagen am Ende des Workshops sagte die Dame aus Hamburg, die den Workshop organisiert hat, Matthias, vielen Dank und so. Und wir haben dir auch als Dankeschön eine Tasse von unserem Lernzentrum geschickt. Ach, vom HR, ja, okay. Und die müsste eigentlich auch schon bei dir angekommen sein. Und ja, vorhin hat es an der Tür geklopft, aber meine Tür war leider zu. Ja, okay. Im Prinzip war so die Idee, dass ich ihnen sagen könnte, ja, und sie ist auch schon angekommen. Ah, okay. So, und dass man sich halt so Sachen überlegt, wie so Augmented Reality, bloß andersrum. Ja, Augmented Reality. Dass es eben Sachen gibt, die präsent sind, die haptisch sind, die man anfassen kann und irgendwie erhalten kann und die dann gemeinsam eben trotzdem in so einem Kurs irgendwie so ein verbindendes Element sind. Macht's auch definitiv persönlicher. Aber denk dran, da hattest du ja auch mal einen Artikel drüber, man kann sich auch übervorbereiten. Mit Videos und Zoom und online und virtual und Second Life und wir machen noch Betriebsausflug. Weil ich glaube, das ist so der ganz große Divide, im positiven Sinne ausnahmsweise. So die Basislösung und eben so die absoluten Over-Goal-Achiever. Und ich glaube, da gehörst du definitiv auch dazu, weil daran muss man sich dann halt, also da, man,
daran müssen sich ja dann auch andere Dozenten nicht sagen, messen lassen, aber man redet automatisch drüber. Und wenn irgendwie der eine erzählt, ja, wir hatten halt 4 Stunden Zoom, und der andere verschickt Tassen über Post. Nee, ich will jetzt keine Tassen verschicken, aber irgendwie sowas. Und ich habe noch ein paar Gummibärchen rumzuliegen von einem E-Technik-Unternehmen als Sponsor. Ja. Dann kriegen wir vielleicht ein paar Gummibärchen. Und dann, also, sodass wir halt ungefähr eben irgendwie ein paar Videos vorbereitet haben, dann wird es halt irgendwie so eine einstündige, schon so irgendwie was, so wie eine Zoom-Session geben. Ja. Oder im Prinzip so ein Stream, wo es ein bisschen Interaktion gibt, ein paar Quizze, wo ich vielleicht nochmal ein paar Beispiele zeige, ein paar Experimente mache, die ich sonst eben immer im Hörsaal gezeigt habe. Vielleicht den Mathe-Witz des Tages erzähle, als so ein Running-Gag oder als so eine Kategorie. Den Mathe-Witz des Tages, ist das dein Ernst? Ja, den Mathe-Witz des Tages. Okay. Ich habe auch schon einen tollen Moodle-Kurs gebastelt mit so Kachelformat und so Fortschritt. Was hältst du von Moodle-Kursen, wo einem der Fortschritt angezeigt wird? So, hey, du hast jetzt schon hier irgendwie aus dem Das hatten wir auch als weiteren Punkt, so irgendwie nervige Gamification-Ansätze hatte ich mir runtergeschrieben. Ich weiß nicht. Das Problem ist, es kann halt auch super demotivierend wirken, wenn du halt irgendwie jeden Tag siehst oder jede Woche siehst, dass du irgendwie 8% gehabt hast. Und ich glaube, dass so Rankings oder so Leaderboards oder so Progressbalken immer auch irgendwie was mit dem Inhalt zu tun haben müssen. Das ist oft schwer. Ich glaube, es ist so Overachiever. Mal gucken, ich habe es noch nie ausprobiert. Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Ja, das ist schon mal eine gute Grundlage. Kennst du die App Strava? Strava? Nee. Das ist halt so ein Sportler-Ding. Also es ist halt so eine App und dann kann man halt im Prinzip seine, wenn man läuft oder Fahrrad fährt oder auch schwimmt, wobei ich noch nicht verstanden habe, was man mit dem Handy macht, wenn man schwimmt. Aber man kann dann im Prinzip das tracken und aufnehmen. Und kann das halt da hochladen und dann können Teamkollegen oder Leute, mit denen man sonst irgendwie Sport zusammen macht, können einem folgen und können einem dann irgendwie auch Kudos geben. Hier, hast du super gemacht. Und dann gibt es so Segmente, ja, also was weiß ich, irgendwie so ein Stück an einer Elbe lang, das zählt dann als so ein Segment und dann werden da Bestzeiten genommen und dann kann man das halt vergleichen und so. Und das ist, wenn man sowas halt für, also in diesem Sportkontext scheint das unglaublich gut zu funktionieren. Ich habe diese App jetzt irgendwie auch nicht so lange und bin da auch nicht super aktiv, aber. Nein, du bist gar bei der Bicycle Challenge gar nicht aktiv. Also für die Leute da draußen, der Matthias fährt unfassbar gerne Rennrad und macht alle anderen nass. Und ich glaube, europaweit ein, der mehr gefahren ist als du. Und doch, bei uns an der Hochschule, aber das war nur, weil er seine, den hätte ich bestimmt auch noch gekriegt, aber der hat ein bisschen. Bisschen gecheatet und seine Ergebnisse zu spät hochgeladen, da konnte ich nicht mehr nachziehen. Ja, nee, aber sozusagen beim Laufen bin ich jetzt nicht so gut, aber das ist schon irgendwie, ne, und dann kriegst du da auch irgendwelche Badges und irgendwelche Sachen und ich glaube, bei dem Badge muss eben klar sein, ich habe Grundlagen, ich habe X4Gate verstanden, ich habe den Doppelflop, da muss irgendwie sein, ey, hier richtig, nicht irgendwie du hast dich 5-mal die Woche angemeldet. Das will ja, genau, genau, definitiv. Also es sollte nicht irgendwie so ein, einfach wie so ein Anwesenheitsbadge sein. So, genau, ne? Weil das bockt die auch. Sind wir mal ganz ehrlich, die, auch weil sich, aber ich, ja, ich glaube, wir hätten noch Themen für eine weitere Stunde. Ja. Ich glaube, wir wiederholen ich, das. Ich noch schalte mal einmal kurz jetzt. Ja, weil schalte bitte die zweite Kamera an. Ich schalte mal noch mal einmal kurz auf meine andere Kamera um. Ja. Weil man dann nämlich sieht, es ist schon die warum heißt das eigentlich Radio Cam? Ich nenne das Radio Cam, weil die Radiostationen am Anfang auch schon gestreamt haben, halt in so einer Modem-Qualität. Man hat so eine Vogelperspektive gehabt. Das wäre jetzt eher die Nea-Pick-Cam. Ja, das ist die Genie-Pick-Cam. Ja, also da hinten ist der Käfig mit den Meerschweinchen auf meinem Balkon. Ja. Und da habe ich mir vorhin so ein paar Zettelchen dran. Ein paar haben wir besprochen. Sehr gut. Da war eigentlich so meine Idee, dass ich die dann nehme. Also zum Beispiel über Gamification versus Nudging haben wir gesprochen. Und dann hätte ich halt den Zettel abgenommen. Das nächste Mal, das kenne ich von einem englischen oder vom US-Streamer, das nächste Mal machen wir vorher so ein Bingo-Ding. Die kann man dann da kann sich jeder sein eigenes erstellen und wenn Mehrwert genannt wird, asynchrone Lerneinheit, kann man die durchstreichen und dann kann man im Chat Bingo schreien. Ich will gibt's nicht länger... Gibt es noch Fragen aus dem Chat an uns, falls
Eigentlich, wir können, ich habe vorhin mal so, als das Bild eingefroren war, habe ich mal kurz Fragen, quasi Fragen, Fragezeichen. Ja. Weil noch für den Moment wären wir ja da. In jedem Fall hat es richtig Laune gemacht. Also wenn ihr Fragen habt, dann jetzt. Ich glaube, dass wir das in der einen oder anderen Runde vielleicht auch nochmal wiederholen, weil war ja durchaus eine Gaudi und ich könnte mir auch vorstellen, dass man mal so Sachen. Habt ihr ein Labor in Magdeburg? Oh ja, wir haben mehrere. Dann könnte man halt tatsächlich auch mal so eine, das funktioniert tatsächlich auch bei den US-Streamern ganz gut. Die heißt übrigens Knowledge Fellowship. Du kannst du mal den Discord-Server angucken. Kann ich hier später einen Link schicken. Ja, die dienen so wie oft eben als Vorlage, weil da gibt es einfach mehr von und die vernetzen sich irgendwie auch besser und das ist alles ein bisschen auch kompetitiver angelegt, warum sie das sozusagen machen müssen. Und da kann man sich einfach viel abschauen und die zeigen auch gerne mal Laborexperimente, was ja auch digital besser funktioniert als Präsenz. Aber das ist tatsächlich ein Thema für eine weitere. Definitiv. Also wir können mal aus dem Labor, also ich hatte mir auch für meinen Mathe-Vorkurs überlegt, jeden Tag von woanders zu streamen, einfach um auch so eine persönliche Note noch so ein bisschen reinzubringen. Und der Balkon ist auf jeden Fall was vom Licht her und so von definitiv, der Atmung ganz gut definitiv funktioniert. Ja, also für Office Hours, glaube ich, lohnt sich ein fester Punkt, einfach damit definitiv, da Kontinuität und mal im Labor, einfach um es auch anzukündigen. So Leute, wir machen heute Labor, das mache ich nicht jedes Mal, weil wir müssen aufbauen, das hat auch was mit Sicherheit zu tun, aber wenn es bumm knallt und Krach macht, das kommt natürlich gut an. Ist auch wieder ein Aspekt, wo man sich quasi, ich will jetzt nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, es gibt diverse Labore, in denen es Bumm und Krach machen könnte in Deutschland, aber die zeigen sich ja nicht und ich kann halt irgendwie hier nur mit Softboxen agieren. Insofern ist das, ich würde es auf jeden Fall an eurer Stelle machen. Das wäre glaube ich, eine gute Sache. Mit diesem Ausblick würde ich sagen, war cool. Schön, dass du Zeit gefunden hattest, gerade im Urlaub, für alle, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Ich persönlich stream heute Abend nochmal auf Englisch. Ich spiele da ein bisschen mit Konstruktionsspielzeug, baue ein bisschen was. Ich hoffe, wir machen das nochmal, Matthias. Ich glaube, da bleiben wir einfach mal bei Twitter in Kontakt. Und spät, also wenn man es jetzt Podcast oder Vidcast nennt, ist ja, denke ich, egal. Aber ich glaube, dass genug Themen noch kommen. Ich hebe einfach meine ganzen Kärtchen hier auf, die ich geschrieben habe. Auf jeden Fall. Du kannst ja später nochmal ein Foto machen, dass wir irgendwie abhaken, was wir gemacht haben. Ich hatte jetzt auch noch eine zweite Seite, aber die kam jetzt nicht an. Ja, bis dahin ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir waren overprepped. Wir waren auf jeden Fall overprepped, aber es ist auch so viel passiert. Oder es ist auch so viel nicht passiert. Also da kann man halt ganz über abnörden. Ja. Vielen Dank fürs Organisieren. Ja, gerne. Ich hätte das technisch nicht hinbekommen. Ja, doch, das ist ja, Mann. Wenn man einmal das Mic hat. Das ist. Gut, dann schönen Tag noch. Grüße gehen raus in den Chat und bis die Tage oder heute Abend. Ciao, ciao. Tschüss.